Ach ja, da sind wir wieder mit einem recht erbärmlichen Bild zurück bei Deponia Doomsday. Hier sitzt ein oder eine, man weiß es nicht genau, weinerliche Lottie und ja, ich will gar nicht wissen, was da passiert ist, wie Lotto zu Lottie wurde. Irgendwas ist hinter dieser Tür hier passiert. Aber ich glaube, ich werde den Dingen auf den Grund gehen müssen. Ich befürchte es. So, wir haben uns immer noch dem Problem mit dem rosa Elefanten verschrieben. Den müssen wir ja irgendwie fangen, damit wir die Kristallgläser von unserer herzallerliebsten Toni einpacken können für die Ballonfahrt nach Elysium. Ja, wir haben aber keine Waffen und die bekommen wir nur, wenn wir ein Diplom, ein Jagddiplom haben. Das bekommen wir aber nur, wenn wir beim Faulobstlegen gewinnen und dafür haben wir noch niemanden, der mitspielt. Lotti, wie wär's mit uns beiden? Hm? Geht da was? Schauen wir mal. Wäre vielleicht eine Überlegung. Und wir gehen jetzt mal in Lonzos Kneipe. Da sind wir ja hingeschickt worden. Und wer ist denn da? Mein Liebchen. Also ein Dartpfeil, den will ich haben. Okay. Eine Dartscheibe. Ach, ob ich mit der rede, das überlege ich mir noch gut. Das Kuhschild. Das lasse ich lieber hier. Ich kann mir bei aller Liebe keine Situation vorstellen, in der man so einen Quatsch gebrauchen könnte. Nö, ich auch nicht. Okay, alles gut. Strohhalm? Aber den nimmst du mit, gell? Okay. Ein Bart, ja. So, die wichtigsten Sachen haben wir. Das Glas natürlich auch noch. Ja, natürlich. Den Wimpel, den nehmen wir nicht mit. Ja, rede ich jetzt mit der alten Gewitterhexe oder... Kann ich den Pfeiler draufwerfen? Geht doch bestimmt, oder? Und... Wow! Volltreffer! Damit hast du den Dart-Wettbewerb gewonnen. Hier. Oh, gab's einen? Nimm den Hauptgewinn. Gewinn? Oh, was ist es? Der ewige Loser? Ein Stromumkehrer. Ja! Super! Der ewige Loser hat was gewonnen. So ist gut. Den brauchen wir. Kann ich den Pfeil trotzdem klauen? Nein. Eine Ente ist doch immer wieder schön. Der Stromumkehrer. Ihr wisst schon, was wir mit dem machen wollen, gell? Ja, perfekt. Lonzo. Hey, Rufus. Hey, Lonzo. Dasselbe wie immer? Ganz im Gegenteil. Nein? Etwas Neues. Na gut. Etwas anderes. Etwas Aufregendes. Ja. Da hast du Pech. Ich habe nur dasselbe wie immer. No. Warum fragst du mich dann überhaupt? Na, für gewöhnlich wollen die Leute eh nur, was sie bereits kennen. Ha, gewöhnliche Leute wollen gewöhnliche Dinge. Aber da mache ich nicht mit. Nee, du bist ja auch was ganz Besonderes, Rufus. Hört ihr? Nicht mit mir. Genau. Gut, dann bringt das hier keinen Gewinn, mit dem noch zu reden. Mache ich das? Ja, ich mache das jetzt. Huhu, Schnutzelbärchi. Boah. Was hatten wir zum Thema Schnutzelbärchi gesagt? Dass sie eine cholerische Pestnatter ist, dafür aber einen knackigen Hintern hat. Ich wollte zwar darauf hinaus, dass du mir keine Kosenamen geben sollst, aber trotzdem, gute Antwort. Siehste, da bist du sogar überrascht, Toni. Also, das stimmt ja nicht, das brauche ich gar nicht sagen. Hier müssen wir noch nicht drüber reden. Fangen wir mal damit an. Du wirst nicht glauben, was heute schon alles los war. Oh nein, was hast du jetzt wieder angestellt? Nichts. Wieso? Keine Brände oder Explosionen? Nein. Gibt es Verwundete oder Brandopfer? Tiere zählen auch dazu. Nichts von alledem. Tja, dann hast du recht. Ich glaub's dir nicht. Die ist aber auch wirklich wieder doof, die Alte. Unglaublich. Ich muss dir unbedingt von meinem Traum erzählen. Hat das nicht Zeit, bis wir verschwunden sind? Ja, vielleicht, ja. Jedenfalls war da sowas von abgefahren. Wir hatten uns getrennt. Ja, davon träume ich auch öfter. Endlich mal eine Woche ohne Brände in der Küche. Naja, also ganz so war es ja nicht. Irgendwie habe ich ja trotzdem noch bei dir gewohnt. Ah, ein Albtraum also. Ich habe eine Elysianerin kennengelernt. Eine echte Orbit-Elfe. Ist das eine Art Retourkutsche, weil ich immer von Cowboy Dodo träume? Du träumst von Cowboy Dodo? Von dem. Jede Frau träumt von Cowboy Dodo. Ja, hast recht. Also, meinen Traum kann man wirklich auch vor. Muss ich mir etwa Sorgen machen? Ja,
war nicht diese Art von Traum. Haha, ganz im Gegenteil. Es war ein ihm gehörig den Arsch versohlt Traum. Hä? Ja. Der Organon wollte der Ponia sprengen. Ha, aber den habe ich gezeigt, wo der Wombat die Locken hat. Ja. Vielleicht ist das ein Ausdruck von unterdrücktem Selbsthass. Ich meine ja nur, weil du auch immer alles in die Luft sprengst. Selbsthass? Ich? Mich? Blödsinn. Ich bin super. Wobei es schon verwunderlich ist, dass in meinem Traum alle Organons Klone von mir waren. Keine weiteren Fragen. Ich finde einfach die Dialoge zwischen Toni und Rufus noch am allerbesten. Es ist immer so schön, in welcher Welt er lebt und wie sie ihn immer wieder abstraft mit ihren Antworten, ohne dass er es auch nur kapiert. Ich hatte es fast bis nach Elysium geschafft. Aber dann ist dir deine Menschenliebe dazwischen gekommen. Das erzählst du immer, wenn deine Pläne scheitern. Aber diesmal war es wirklich so. Du meinst in deinem Traum. Ach ja, sorry. Es war nur alles so realistisch. Wenn du dir das nächste Mal unsicher bist, sobald einer deiner Pläne realistisch wirkt, ist es hochwahrscheinlich ein Traum. Super. Am Ende habe ich mein Leben für die Rettung Deponias geopfert. Haha, ausgerechnet du. Warum nicht? Muss ich dich daran erinnern, wie ich mein Lymphsystem der medizinischen Forschung gespendet habe? Das zählt nicht. Sie wollten es nur haben, um zu verstehen, wie du den Spaghetti da reinbekommen hast. Außerdem hast du es nicht aus Menschenliebe getan, sondern für ein Abo der Chirurgenwoche. Mich interessieren nur die Artikel, ehrlich. Schließlich war ich alt und überall war alles voller Schnee. Ich dachte, du hast dich geopfert. Ja, stimmt. Haut irgendwie nicht hin. Also, ich muss überlebt haben. Aber zu welchem Preis? Alles war so hoffnungslos kaputt und dreckig und im Eimer, dass ich schließlich Deponia in die Luft gesprengt habe. Das muss der mit Abstand krasseste und längste Albtraum der Welt gewesen sein. Ich weiß nicht. Unsere Beziehung hält ja jetzt auch schon wieder recht lange. Tja. Du hast meine Träume noch nie verstanden. Und je mehr du erzählst, umso stolzer bin ich drauf. Danke, du bist einfach so nett, Toni. Du bist so liebenswürdig. Also, das macht keinen Sinn. Ich will nur mal gucken, was du sagst. Der Ballon ist startklar. Du hast es wirklich hinbekommen? Natürlich. Wieso fragst du so dämlich? Es ist nichts explodiert? Noch nicht. Oder verbrannt? Ein Stück. Oder in die Brüche gegangen? Na ja. Zwei von drei. Deutlich besser als erwartet. Wegen deiner Kristallgläser. Ach ja, die muss ich ja auch noch einpacken. Au. Hast du die Knickerfolie besorgt? Ja, schon, aber... Aber? Können wir die Gläser nicht einfach hier lassen? Jetzt ist es eng. Wollen wir diese Diskussion wirklich noch einmal führen? Ich gebe hier viel auf. Und alles für die verschwindend kleine Chance, dass du uns entgegen aller Wahrscheinlichkeit nach Elysium bringst. Die einzige Bedingung? Ich will die Gläser meiner Großmutter mitnehmen. Ich sag ja nur, es ist ein langer Weg. Nicht, dass ihnen was passiert. Du sagtest, es sei sicher. Ist es ja auch. Aber ein kleines Restrisiko lässt sich eben nicht ausschließen. Und auf Elysium haben sie sicher auch ganz hervorragende Großmuttergläser. Ich komme entweder mit den Gläsern oder gar nicht. Um die Gläser kann ich mich doch kümmern. Genau. Oh, Rufus, das hatten wir doch schon. Das ist eine Aufgabe, die deinen Fähigkeiten nicht einfach nicht entspricht. Ey. Wie meinst du das? Naja, du das wirst ich auch sie kaputt wissen. Machen. Das ist doch Unsinn. Ja, nein. Und selbst wenn, würde ich einen Weg finden, das wieder ungeschehen zu machen. Genau. Du willst immer das Unmögliche, aber deine Finger an meinen Gläsern, da ist die Grenze. Verstanden? Machen wir mal, ne? Die Gläser sind kaputt gegangen. Ich weiß, dass du nur einen Witz machst. Weil dir ja bewusst sein dürfte, dass unsere Beziehung an diesen Gläsern hängt. So
so viel oh. deine Fähigkeit, ohne Schnabeltasse zu trinken. Stimmt, reingefallen. Das sollte nur ein Witz sein. Ein lustiger. Nicht lustig. Nicht lustiger Scherz, genau. Kann die sich bitte wieder hinsetzen? Ich hab ganz vergessen, dass ich noch Platz für die Gläser schaffen wollte. Setz dich doch ruhig so lange wieder hin, okay? Ja, gute Idee. Aber beeil dich. Das war knapp. Huhu, Schnutzelbärchi. Lotto, das wollen wir doch noch wissen. Hast du eine Ahnung, was mit Lotto passiert ist? Nun, er hat sich ein wenig verhoben. Ich sag ja, sowas kann böse enden. Aber du verlangst trotzdem immer wieder, dass ich den Müll rausbringe. Ich meinte das bildlich. Moment, du warst das? Warum? Er hat ein paar hässliche Dinge gesagt. Hässliches Entlein hässlich oder deine Mutter hässlich? Vielleicht hat es doch den Falschen getroffen. Gehen wir mal lieber, ich glaube, das ist besser. Beinahe verplaudert. Lass uns los. Ja, warum nicht? Was denn? Gar kein zynischer Kommentar? Keine Zweifel? Kein Schlangengift? Heute nicht. Dieses Kaff steht mir bis hier oben. Ich kann's kaum erwarten, endlich hier wegzukommen. Oh oh. Na komm schon, Kleiner. Ich muss noch meine Kristallgläser einpacken und Pops tschö sagen. Ach, die Gläser. Was? Naja, Gläser. Ich hab ganz vergessen, wir drehen uns dass ich im noch Kreis. Platz für die Gläser schaffen wollte. Setz dich doch ruhig so lange genau. hin, okay? Aber beeil dich. Ja. So, jetzt gucken wir nochmal, ob ich irgendwas vergessen habe hier. Ein Drosselglied. Hey, Finger weg! Das sind die Gewinne für den Dartwettbewerb. Können wir nochmal? Eine Ente ist doch immer wieder schön. Also, dann muss jemand anderes nochmal Dart spielen. Das Drosselglied, der Spielverderber unter den paramechanischen Bauteilen. Ich kann ja nicht nochmal, oder? Nee, ich kann nicht nochmal. Da müssen wir also einen anderen Weg finden, ranzukommen. Och, Lotto. Reden wir noch einmal mit dir, oder? Hm? Hey, Lotto. Was heißt jetzt? Das heißt jetzt Lotti. Das bringt mich nicht weiter. Nee. Na dann, hau rein, Alter. Ich meine natürlich, küss die Hand, nee, Frau. Tüdelü, genau. Nix mehr. Und weiter der Sprengplan, der juckt mich nicht. So, wie komme ich denn jetzt an die Folienkartoffel ran? Mit dem Glas vielleicht? Es stimmt wohl, was man sagt. Wenn dir das Leben eine Kartoffel schenkt, hast du eine Kartoffel. Kann ich diesem Rattenjunge jetzt den Bart andrehen? Vielleicht ist er dann ja älter. Du sollst also einen Rattenmann darstellen. Eigentlich nicht. Da habe ich genau das Richtige für dich. Genau. Was machen Sie denn da? Der hält doch so gar nicht. Stimmt. Der Plan braucht noch ein wenig Feinschliff. Aber bin sofort zurück. Und du verkriechst dich in der Kanalisation. Genau. Der Plan ist schon der richtige. Wachs, womit kann ich das Ding denn ankleben? Honigspender? Die letzten Bienen des Südquadranten. Seit 20 Jahren auf einem Grill-Donnerstagsfest in ihrer Umgebung. Wenn das so weitergeht, stirbt die Menschheit noch vor den Bienen aus. Kann ich da irgendwie Honig draufschmieren? Das wäre doch schon mal ein Anfang. Entweder fehlt hier der Zapfhahn, oder es wird vor Eskimos mit tropfendem Füller gewarnt. In beiden Fällen sollte ich vorerst die Finger davon lassen. Wie kann ich einen Zapfhahn bauen? Ich könnte ein Gerät basteln, das wertlosen Schrott in nützliche Dinge verwandelt. Ja. Nein, doch nicht. Oh. Schade. Was kann ich denn hier noch anfangen mit den Dingen? Strohhalm und Bügel. Irgendwie macht das doch... Ich verstehe zwar nicht, warum Leute einen Strohhalm benutzen, aber wie man ihn benutzt, ist mir schon einigermaßen geläufig. Nee, okay. Das Zeug ist nur für die Optik. Das Letzte, was ich an meiner Mongolfiere brauche, ist Ballast. Wer hätte das gedacht?
Lotte und ich haben dieselbe Körbchengröße. Rückblickend betrachtet hätte man das mit Lotto auch vorher geahnt haben können. Wer wirft denn einen ladenneuen, voll funktionstüchtigen Bart weg? Der ist doch noch gut. Genau, kann man doch noch mal nehmen. Dieses Glas ist weder halb voll noch halb leer. Es ist komplett leer. Wo bleibt der Nachschub? Wer lässt mir hier die Luft raus? In meinem Traum hatte ich andauernd mit diesen Dingern zu tun. Aber da musste ich meinen ersten selbst zusammenbauen. Ich weiche offenbar schon ab vom Skript des Schicksals. Jetzt wäre so ein Dö-dö-dö gut gewesen. Dö-dö-dö. Kannst du haben. Kriege ich den da irgendwie dran gedengelt? Entweder fehlt hier der Zapfhahn. Alles klar. In beiden Fällen soll... Nee, Rufus. Nee, das brauchen wir jetzt nicht. Also. Die Flaschenbürste, guck mal. Wieso? Verdammt! Ups. Ich sagte, nein, die verleihe ich nur an andere Großmütige. Ich hab mich verklickt. Sei doch friedlich. Also, wenn ich weit genug weg bin, machen sie Musik. Tack. Kannst du mir nochmal weiterhelfen? Huhu nochmal. Tja. Der Hut mit dem Stroh und mit dem Alu. Da sind wir auch weit weg von, bleib oder? Senkrecht. Mach mir eine Skizze. Die Hütte ist immer noch zu, mit Sicherheit. Bonoka, da kann ich auch noch was machen. Wie jetzt? Okay. Bernhard hat schon zu? Ich brauche doch noch Signalraketen, falls mein leicht entzündlicher Gasballon Feuer fängt. Okay, also den Stromumkehrer, den kann ich doch hier schon mal reinsetzen. Hier fehlt wohl ein passendes Gefäß. Entschuldigung, Klappe. Nee. Da sollte er doch hin. Nee, passt nicht. Die Zahl der Anschlüsse kommt nicht hin. Das könnte passen. Aber wie rum? Ah, wird schon nicht so wichtig sein. Schilbert Maut, lehn dich zurück und genieß die coole Atmo, Mann. Hey, Uha. Gleich beim ersten Versuch. Ich habe offenbar eine Glupssträhne. Und das wird mein Behälter sein. Ja. Aber? Ein Fach für paramechanische Bauteile. Stromumkehrer, Verstärkungsglieder und so. Ja, das müssen wir irgendwo noch besorgen, gell? Und wo ist ja klar, beim Lonzo in der Kneipe. Aber wie ist vollkommen unklar. Tür zu. Was wir haben, haben wir. Hier gehen wir schon mal raus. Jetzt das Chronocar. Das habe ich ja noch nicht wirklich untersucht. Ich hoffe, seine Probleme mit dem Rückwärtsgang beschränken sich nur auf die Raumdimensionen. Wollen wir nochmal die Zeit zurück? Nein! Ich weiß nicht. Es scheint mir immer weh. Bist du dir sicher, dass du... Nein. Du weißt... Alle? Nein. Ja, wir warten noch. Stimmt. Lass uns lieber noch einen Augenblick warten. Genau. Ich hasse es, mich zu wiederholen. Gott sei Dank. Ist ja nochmal gut gegangen. Also da kommen wir nicht rein. Hier. Ups. Ups, ups, ups. Entschuldigung, einmal rausgetappt. Schilder. Diese kryptischen Schilder sieht man in letzter Zeit immer häufiger. Und seltsamerweise tauchen sie immer in meiner Nähe auf. Zufall. Wir gucken nochmal in den Ballon rein. So, mit dem Seil kann ich aber in der Tat nichts machen. Nein, ich habe die Lasso, wenn ich das nächste Mal werfe, dann um etwas zu fangen. Genau. Das Feuer ist aus. Kein Wunder, dass ich von nuklearem Winter geträumt habe. Na gut, also hier ist in der Tat nichts. Das geht also alles irgendwie hier oben weiter in Kuwak. Diese komische Band.
Wie komme ich da dran? Verdammt! Ich brauche einen anderen Trick. Muss ich mich verkleiden? Wer wirft denn einen ladenneuen, voll funktionstüchtigen Bart weg? Der ist doch noch gut. Genau. Keine Ahnung. Das wird sich noch weisen müssen. Wie komme ich hier bitte? Wie komme ich hier an diesen Zapfhahn? Da sind Bienen drin. Schrott, Strohhalm, Bügel. Das Faulobst legen, der Wenzel. Die Grillstationen gehen aus, sobald ich in die Nähe komme. Das kann nur eins bedeuten. Ich bin noch cooler als angenommen. Honigspender. Also ich glaube ja in der Tat, dass ich den Bart mit dem Honig da irgendwie klebrig kriegen muss. Das ist echt die Frage, wie kann ich hier einen Zapfhahn bauen? Entweder fehlt hier der Zapfhahn oder es wird vor Eskimos mit tropfendem Füller gewarnt. In beiden Fällen sollte ich vorerst die Finger davon lassen. In zweiterem erst recht, ja. Wo kriege ich denn einen Zapfhahn her? Oder etwas Ähnliches? Ich habe auch nichts, was ich hier irgendwie in diese Maschine reinschmeißen kann. Ich komme auch an diese Kartoffel irgendwie nicht richtig ran. Es stimmt wohl, was man sagt. Ja. Wenn dir das Leben eine Kartoffel schenkt, hast du eine Kartoffel. Wenzel, kannst du mir noch irgendwas hier sagen? Hey, Wenzel! Hey, Rufus! Lust auf eine Partie Faulobst legen? Nee. Ich muss weiter. Mein Mantel nimmt langsam den Geruch deines Faulobstbottichs an. Ich muss doch irgendwas basteln können mit den Dingen, die ich hier habe. Hier ist ausnahmsweise einmal nicht mein technischer Sachverstand gefragt, sondern Willensstärke, Fantasie und blindes Vertrauen in die Gesetzmäßigkeiten der interaktiven Dramaturgie. Ja, nur hat das ganze Gelaber alles nichts gebracht, mein Lieber. Toni hat recht. Ich bin einfach nicht zum Bügeln geboren. Ja, genau, das meinte sie mit Sicherheit auch, Rufus. Und hier geht's nur noch in die Kneipe und irgendwo anders mehr hin. Was haben wir hier denn übersehen? Das Drosselgurt, der Spielverderber unter den paramechanischen Bauteilen. Hey, Rufus! Hey, Lonzo, was gibt's Neues? Nichts! Dafür aber umso mehr vom Alten. Oh, danke, bitte keine Umstände. Na super, also. Hier nichts weiter. Steht der Puderbart ganz gut? Dieses Schild ist der Bodensatz der Nutzlosigkeit. Ja. Ich will verflucht sein, wenn es jemals in einem meiner Pläne zum Einsatz kommen sollte. Hm? Wofür war das denn jetzt? Der war gut. Nichts. Was können wir mit dem Sprengplan noch machen? Das kommt mir irgendwie so beunruhigend bekannt vor. Also, Lotti. Hey, Lotto. Was heißt jetzt? Das heißt jetzt Lotti. Lass dich nochmal angucken. Vielleicht fällt mir doch noch etwas ein, was du verbessern könntest. Sei bitte ganz ehrlich. Ah. Deine Beine sind immer noch zu behaart. Ich mach ja schon. Es ist nur so verdammt mühselig. Ich bräuchte irgendwas Besseres. Ja, okay. Und was? Ich finde dich gut, so wie du bist. Du
Charmeur! Na dann, hau rein, Alter. Also, Lotti, was wäre das denn? Ich meine natürlich, küss die Hand, Gnefrau. Tüdelü! Nichts von dem, was ich hier habe. Nichts von dem, was ich hier habe. Verschwindet, kusch! Verdammt, das bringt so nichts. Nein. Mal. Wie komme ich an dieses Ding dran? Kommt schon, spielt Rudis Zahn-OP. Rudi! Oh, bitte nicht! Dieses Gejaule habe ich schon den halben Abend lang ertragen müssen. Immer noch besser, als deine Visage im Blickfeld zu haben. Hey, ja, sehr nett. Ihr denkt wohl, ich habe Kartoffeln auf den Ohren. Aha, das heißt, die Kartoffel brauchen wir für dich, ne? Aha. Okay, das war ein guter Hinweis. Die Kartoffel, die muss ich kriegen, die muss ich halbieren. Dann hast du Kartoffeln auf den Ohren und dann können die Rudis Ding da, Bums da spielen. Und dann liegt nämlich der Flaschen-Dings da, Bums da, nämlich hier. Und dann kann ich mir klauen, weil die beschäftigt sind. Das heißt, ich brauche die Kartoffel doch mal zuallererst. Was ich auch immer damit dann will. Ich krieg's noch nicht ganz in Reihenfolge, aber... Da hat jemand eine Folienkartoffel in den glühenden Kohlen vergessen. Das muss mein Glückstag sein. Das ist auch noch Alufolie. Ich brauche diese verdammte Kartoffel. Kann ich damit irgendwas bauen, um die rauszunehmen? Früher habe ich immer Kartoffelastronauten gebastelt. Ich glaube, ich hätte es noch drauf. Dann mach doch. Autsch! Heiß! Diese räudige Erdfrucht glüht noch. Ich muss sie irgendwie abkühlen. Mit dem Eis vorne von dem Niebot. Ja. Dafür brauche ich aber drinnen das Drosselglied. Also, Leute, ich habe jetzt gerade keine Idee, wie es direkt weitergeht. Aber ich reime mir das so zusammen. Ich brauche irgendjemand, der mir beim Dartspielen hilft, das Drosselglied besorgt. Damit repariere ich den Niebot, bekomme Eiswürfel, womit ich die Kartoffel kühlen kann. Die gebe ich in die Kartoffelhalbiermaschine. Dann haben wir zwei halbe Kartoffeln, die gebe ich dem Sun. Dann hat der Kartoffeln auf den Ohren, die komische Band kann Rudis Dingsbums-Lied spielen. Ich bekomme die Flaschenbürste, mit der könnte ich vielleicht hier Honig aus dem Spender irgendwie kratzen, den Bart beschmieren, dem Rattenjunge den Bart andengeln, mit ihm Faulobst legen, spielen, bekomme daraufhin das Jagddiplom, womit ich wieder zu dem Kerl da vorne gehe, mir die Wumme abhole, um den Elefanten zu besiegen. Das wäre alles. Das heißt, die einzige Frage, die ich jetzt habe, ist, wie kriege ich diese fucking Kartoffel? Nein. Stimmt doch gar nicht. Meine Frage ist, wer spielt bitte mit mir Dart? Wie finde ich jemanden, der mit mir Dart spielt? Willst du Dart spielen, Sun? Hallo, ja, ist Sun. Doch gut. Audi Rufus. Ja, fragen wir das nochmal. Warum lässt du die Jungs nicht einfach ihren Hit spielen? Weil die Nervensägen ihn schon den ganzen Tag schrammeln. Oder weil er ein bornierter Provinzprolet ist. Das hab ich gehört. Ach, das hört er. Aber für Hochkultur ist der Affe taub wie ein Toastbrot. Hey, ihr denkt wohl, ich hab Kartoffeln auf den Ohren. Ich dachte, das sagt man so. Die dümmsten Bauern, etc., etc. Gut. Na dann... Grill und Rode gut. Das hatte ich vor. So, Leute. Also, ich habe einen Plan. Ich hoffe, dass er richtig ist. Zumindest klingt das alles logisch und bringt alles in eine Reihenfolge hier. Ich weiß nur nicht ganz, wie ich tatsächlich jemanden
finde, der hier für mich Dart spielt und dieses Drosselglied gewinnt. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob ich mit meinem theoretischen Konstrukt hier einigermaßen nah an der Wahrheit bin oder komplett daneben liege. Das wäre ja schon mal eine richtig nette Info. Aber wenn ich daneben liege, sagt mir bitte nicht, wie es wirklich alles ablaufen wird, sondern gebt mir nur einen Tipp, was vielleicht mein nächster Schritt sein könnte. Gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid. Bis dann, euer Matze.